สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการของผมวันนี้ผมจะอธิบายให้คนฟังเรื่องบทที่เรียกกันว่าวันที่12นะครับของบริการคำศัพท์ใหม่ๆวันละ5คำ Hallo und herzlich willkommen zu Tag 12 der Lektion oder des Kurses 5 Wörter täglich. Zuallererst geht es um die Voraussetzungen für diese Lektion, dann die 5 neuen Wörter zu dieser Lektion und zum Schluss die Anwendung. Die Voraussetzungen wie immer Lesen und Schreiben der thailändischen Sprache sowie Tag 1 bis 11 vom Kurs 5 Wörter täglich. Die 5 Wörter für heute sind folgende. Ngan, nak, yu, tae. Und die Übersetzung der Wörter Ngan bedeutet Arbeit oder auch Aufgabe, manchmal auch fest. Na, hart, schwer und so weiter. Ju ist ein Partikel, der gebraucht wird, um Verlaufsform auszudrücken, also zusammen mit Verben. Und im Deutschen vielleicht übersetzbar als gerade am etwas tun. Däh bedeutet aber und rö bedeutet oder. Also entweder oder als Aufzählungsfunktion, in Aufzählungsfunktion, nämlich das oder das. Wir können das machen oder das. Oder eben als Frage oder. Also als Fragepartikel. Ähnlich wie mai, welches völlig neutral als Frage zum Schluss angehängt wird, kann eben rö als Oder-Frage auch zum Schluss an Sätzen angehängt werden. Also, wenn man fragen will, es ist doch so, oder? In dieser Art und Weise. Wir werden sehen, wie das funktioniert, sobald wir die Anwendungen durchgehen. Wan ni po tam ngan. Heute macht Vater Arbeit. Oder die beiden Wörter zusammen, tam plus ngan, zusammengesetzt bedeuten einfach das Verb arbeiten. Also Arbeit verrichten, Arbeit machen oder eben arbeiten. Also könnt ihr euch gleich merken, tam ngan ist arbeiten. Mä tam ngan ti ban. Lä po tam ngan nai. Also zwei Aussagen in diesem Satz, einmal über die Mutter und einmal über den Vater und wo diese zwei Personen arbeiten. Nämlich, Mutter arbeitet zu Hause und Vater arbeitet in der Stadt. Pa gab mä krai tam ngan nai mương. Und jetzt die Frage zum vorher präsentierten Satz, nämlich, Vater und Mutter von diesen beiden. Und jetzt die Frage, krai tam ngan nai mươn. Wer arbeitet in der Stadt? Also, wer von Mutter und Vater arbeitet in der Stadt? Und die Antwort würde natürlich entsprechend dem Satz oben sein, der Vater. Pom tam ngan nak mak, tae tö mai tam ngan lơi. Ich arbeite sehr hart, aber sie arbeitet überhaupt nicht. Kun tam arai yu. Was machst du gerade? Oder was bist du gerade am Machen? Und die Antwort, chan tam ngan yu. Ich bin gerade am Arbeiten. Und wie das jetzt funktioniert mit dieser Verlaufsform, seht ihr gleich hier, nämlich in einer Frage im Anfang des Satzes, nämlich zum Schluss oder hinter dem Fragewort, und in einer affirmativen Aussage im zweiten Satz als Antwort Chan Tam Ngan Yu. Ich bin gerade am Arbeiten. Und es ist sehr einfach anzuwenden, da es eben einfach zum Schluss des Verbes angehängt wird. Also, egal welches Verb man nimmt, Tam Ngan Gin Khao. Bei dir, du nang, alai godai. Was auch immer, das you zum Schluss bildet die Verlaufsform, wenn es angehängt wird. Also, tam ngan you, gerade am Arbeiten. Gin khao you, gerade am Essen.
Du nang yu, gerade am Film schauen und so weiter. Also wie im Englischen die ing Form. Le mä kong kun tam arai yu. Und die Mutter von dir, was macht sie? Und deine Mutter, was macht sie? Oder was ist sie gerade am Machen? Und die Antwort zur Linken, mä gin kau yu. Die Mutter ist gerade am Essen. Kun chob chan rü te. Magst du mich oder sie? Als Frage. Und die Antwort, pom chob kun le te. Sehr diplomatisch. Du weißt natürlich bereits selber, was die Übersetzung ist, nämlich ich mag dich und sie, also sowohl dich als auch sie. Mä kit arai yu. Was denkt die Mutter gerade? Mä kit wa pa tam ngan nak mak. Die Mutter denkt, dass Vater sehr hart arbeitet. Kau gab te kui arai gan yu. Also er und sie sprechen oder sprechen was, reden über was zusammen oder worüber sind sie gerade am Reden oder am Sprechen. Und die Antwort dann, tan ga meru, das weiß ich auch nicht, ich weiß es auch nicht. Kit wa pa gab me du nang gan yu. Ich denke, dass Vater und Mutter zusammen gerade einen Film sich anschauen. Wani kun au rot ma hai pom dai mai. Also zuerst mal, wann es ist, heute. Kun au rot, kannst du das Auto nehmen und zu mir bringen? Also kannst du mir heute das Auto bringen? Als Frage. Wani au rot bei hai kun mai dai. Heute kann ich dir das Auto nicht bringen. Mi ngan yot mak. Ich habe viel Arbeit. Oder ich habe sehr viel Arbeit. Gut, ich lese die Sätze noch einmal durch und übersetze sie für dich persönlich noch einmal selbstständig und versuche dir die Wörter zu merken, die neu sind. Wani pa tam ngan. Mae tam ngan ti ban. Le pa tam ngan nai meung. Pa gap mae krai tam ngan nai meung. Pom tam ngan nak mak. Dae te mai tam ngan lei. Kun tam arai yu. Chan tam ngan yu. Le mae kong kun tam arai yu. Mae gin kao yu. Kun chob chan rü te. Pom chob kun le te. Mae kit arai yu. Mae kit wa. พ่อทำงานหนักมากเขากับเธอคุยอะไรกันอยู่ฉันก็ไม่รู้คิดว่าพ่อกับแม่ดูหนังกันอยู่วันนี้คุณเอารถมาให้ผมได้ไหมวันนี้เอารถไปให้คุณไม่ได้มีงานเยอะมาก Herzlich willkommen für die herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Lektion und für das Teilen online und mit wem auch immer. ขอบคุณนะครับที่ใช้บริการของผมรุ่นนี้แล้วเจอกันในบทหน้าครับสวัสดีครับ